Und damit beenden wir ein für alle Mal den wohl beliebtesten Karrieremodus auf meinem Kanal mit dem HSV. Die HSV Simulate to Glory Karriere. Die HSV Simulate to Glory Karriere. Die HSV Simulate to Glory Karriere. Es wird Zeit für einen neuen FIFA 18 Karrieremodus. Es wird Zeit für die allererste Simulate to Glory. Und genau diese erste FIFA 18 Simulate to Glory Karriere werden wir mit keinem geringeren Verein als mit dem Hamburger SV starten. Das Ganze natürlich unter dem Hashtag Make the HSV Great Again. Für die Leute, die schon zu damaligen Zeiten von der FIFA 17 HSV STG am Start waren, die können diesen Hashtag mal sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, denn das Ziel von dieser Simulate to Glory Karriere wird es natürlich sein, den HSV zu alter Stärke zu bringen, wenn nicht sogar noch stärker zu machen. Neben der Spielerkarriere, die übrigens am 26.11.2017 in FIFA 18 auf meinem Kanal starten wird, damit es alle Leute jetzt endlich mal wissen, war die Simulate to Glory Karriere mit dem HSV das mit Abstand beliebteste Karrieremodus-Format auf meinem Kanal und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sehr ihr hier auf die FIFA 18 HSV Simulate to Glory Karriere eskaliert. Deshalb sei vorab, bevor wir jetzt hier in den Karrieremodus reinstarten, noch erwähnt, dass wenn ihr diese Serie feiert und mehr davon sehen möchtet und ihr das Ganze einfach nur geil findet, dass wir wieder mit dem HSV in FIFA 18 eine Simulate to Glory Karriere starten, ihr sehr gerne den Like-Button sprengen könnt. Also diesmal rede ich nicht von 3000 Likes, Leute, wir setzen uns mal ein deutlich höheres Ziel, 5000 Likes für die erste Folge der FIFA 18 HSV Simulate to Glory Karriere. Ich weiß, dass ihr das Ganze packen könnt, deswegen eskaliert auf jeden Fall mit den Likes und lasst uns die 5000 voll machen. Falls du noch kein Abonnent des Kanals sein solltest und Teil der Hashtag DigitalFormy bist, dann würde ich dir das Ganze auf jeden Fall schnellstens empfehlen nachzuholen. Lass dem Kanal ein Abo da, werde ein Teil der Hashtag DigitalFormy, verpasse in der Zukunft keine weiteren Videos und unterstütze mich vor allem eben auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten Hashtag Road to 200k. Ihr wisst Bescheid und damit würde ich sagen, starten wir jetzt mal so richtig rein in die Karriere. Immer noch nicht in der Karriere angekommen, haben wir jetzt natürlich noch die Einladung zum Vorbereitungsturnier und da würde ich sagen, nehmen wir einfach das Turnier mit dem meisten Preisgeld in England mit einem Preisgeld von 8 Millionen Euro. Jetzt aber endlich in der Karriere angekommen, seid natürlich vor allem ihr gefragt. Schreibt mir sehr gerne Transfervorschläge für diese Karriere hier unten in die Kommentare. Also ihr könnt da eurer Kreativität komplett freien Lauf lassen. Ob ihr da jetzt nur einen Namen reinschreibt oder weiß ich nicht, einen halben Roman da in die Kommentare schreibt, ist wirklich komplett euch überlassen, aber es ist eben eine geile Sache. Ich will meine Karrieremodi immer sehr interaktiv gestalten, das heißt auf eure Vorschläge eben bauen, mal eine Umfrage machen und so weiter und so weiter. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne Transfervorschläge unten in die Kommentare. Wir haben ja ein ziemlich ordentliches Transferbudget mit 42,9 Millionen Euro zur Verfügung. Das hier ist die momentane HSV-Mannschaft um Namen wie Holpi, Kostic, Papadopoulos und wie sie nicht alle heißen. Sieht natürlich nicht schlecht aus, wollen wir natürlich ganz klar verbessern und ich sehe direkt die erste Schwachstelle in der Stürmerposition. Da haben wir mit Wood einen, ich würde mal sagen, halbwegs guten Stürmer, aber dahinter ein sehr junges, großes Talent mit Vita Arp und daneben noch zwei absolute Gurken mit Waldschmidt und Shiplock. Daneben würde ich sagen, auch die Rechtsverteidigerposition mit Dennis Diekmeyer nicht gerade perfekt besetzt. Die Innenverteidigung auch immer wieder ein Problem beim HSV. Ansonsten werden wir einfach mal gucken, was wir da transfermäßig machen werden. Also es gibt auf jeden Fall einiges zu tun, um diese Mannschaft hier zu einem Meister zu machen. Bevor wir jetzt aber zu irgendwelchen Transfers kommen, die wir selber tätigen werden, würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal um unseren eigenen Kader und schauen, dass wir da so ein bisschen ausmisten. Das heißt, ein paar Spiele auf die Transferliste, ein paar auf die Leihliste setzen. An der Stelle mache ich einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Auf der Transferliste haben wir unter anderem Nikolai Müller, der ist ja ein echter momentan verletzt, nachdem er sich bei einem Jubel beim ersten Spieltag für ich weiß nicht wie viele Monate verletzt hat. Also das ist auch der Wahnsinn, bei einem Jubel sich zu verletzen und das auch noch für, ich glaube, bis zum Saisonende. Dazu auch schon 29 Jahre alt, 78er Rating, könnte auch nochmal einige Millionen bringen, da er einen Marktwert von 10 Millionen hat. Also ich denke mal so 15 Millionen oder so kann man da bestimmt noch raushandeln. Drei weitere Kandidaten auf der Transferliste sind Albin Ekdal, Aaron Hunt und Christian Martinha. Ein sehr großes Problem, wie ich finde, am Kader ist einfach der Fakt, dass wir hier schon etwas ältere Spieler haben. Jetzt nicht irgendwie alt in Form von, keine Ahnung, fast 40 Jahre alt, sondern alt in Form von 25, 26 oder 27. Das heißt, ein Name wie Martinha oder ein Aaron Hunt oder Albin Ekdal, die werden sich jetzt nicht im Rating mehr steigern. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir die vielleicht verkauft bekommen und da eben Talente reinbringen, die vom Rating her nicht viel schlechter sind und eben ein deutlich höheres Potenzial haben. Ansonsten haben wir noch Gianluca Waldschmidt und Sven Shiplock auf der Transferliste. Also ich glaube, die beiden haben jetzt nicht unbedingt die größte Zukunft beim HSV. Gianluca Waldschmidt übrigens die größte Legende aller Zeiten, behält seinen Verein in der Bundesliga mit einem entscheidenden Tor. Und was macht man dann natürlich? Was macht man dann für einen Jubel? Richtig, man macht den Hotline-Bling-Jubel. Und als, ich glaube, allerletzten Kandidaten haben wir Mergin Mavrai auf der Transferliste. Ist zwar momentan der Kapitän, aber ich glaube, dieses Amt ist jetzt beim HSV nicht das Heiligtum, das mich jetzt irgendwie hier die Leute fertig machen werden dafür, dass ich ihn auf der Transferliste habe. Ist schon 31 Jahre alt, deswegen würde ich sagen, setzen wir ihn lieber jetzt auf die Transferliste, versuchen ihn so schnell wie möglich zu verkaufen, um da eben noch so 4,5, 5, 5,5, 6 Millionen zu bekommen. Ich hatte ja auch gerade eben schon erwähnt, interaktive Entscheidungen in meinen Karrieremodi und das ist, finde ich, mal wieder eine Situation,
Da seid ihr gefragt. Ich werde an der Stelle eine Infocard einblenden, einfach auf das i klicken und abstimmen. Bezüglich diesem jungen Mann hier, Alen Halilovic. Wir haben im Kader nur sehr wenige Spieler mit viel Potenzial. Ich habe jetzt mal auf SoFIFA nachgeschaut. Wir haben unter anderem Douglas Santos mit einem Potenzial von 81, Papadopoulos mit 82, Kostic ebenfalls mit 81, Jan-Vieter Ab, das größte Talent des Kaders mit einem Potenzial von 88, Wallace ist auch bei einer 82, genauso wie Jung und Van Drongelen. Und eben von den Spielern auf der Leihliste, Alen Halilovic mit dem zweithöchsten Potenzial, Rating von 77 und ein Potenzial von 85, also den könnten wir eigentlich ziemlich gut gebrauchen. Das heißt, an der Stelle seid ihr gefragt, sollen wir die Ausleihe abbrechen oder nicht? Stimmt auf jeden Fall ab und dann sehen wir eben in der nächsten Folge, wie ihr euch entschieden habt. Wir brauchen einen neuen Stürmer, aber wen sollen wir da bitte holen? Ich meine, es gibt unzählige Stürmer, aber welcher Stürmer passt perfekt in diese Kriterien rein? Jung, einiges an Potenzial, jetzt schon gutes Rating, kann uns sofort weiterhelfen. Wen könnte man da verdammt nochmal holen? Mir fällt einfach kein Name ein, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, normalerweise weiß ich immer, wen ich verpflichten soll, aber jetzt fällt's mir einfach nicht ein. Wen könnte man da bitte holen? Ein Stürmer, der ein gutes Rating hat und viel Potenzial. Und dazu noch jung ist. Gar keinen Plan. Wen könnte man da verdammt nochmal holen? Also es fällt mir einfach nicht ein. Es liegt mir auf der Zunge, Leute. Ich weiß einfach nicht wen. Kleiner Scherz natürlich nur. Kaspar Dolberg, die größte Legende von der HSV Simulate to Glory Karriere in FIFA 17. Soll natürlich auch in FIFA 18 wieder ein Teil von dem Ganzen sein. Ich habe mir sogar ein HSV-Trikot mit Dolberg hinten bedrucken lassen. Also das muss man sich echt mal geben. Für die Leute, die eben schon länger auf meinem Kanal sind, die wissen davon, dass ich eben so ein Trikot besitze. Also das ist schon ziemlich heftig, wie weit das Ganze gegangen ist, sich ein HSV-Trikot mit Dolberg bedrucken zu lassen. Dolberg soll natürlich nicht der einzige Neuzugang sein. Ich werde jetzt mal so ein bisschen gucken, hier und da, wo brauchen wir neue Spieler, wo könnte man vielleicht den ein oder anderen Namen verpflichten. Und dann sehen wir uns gleich mit einer hoffentlich rappelvollen Wunschliste wieder. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, bisher hat sich die Suche nach wirklich guten Neuverpflichtungen als schwerer herausgestellt, als ich es vermutet hatte. Denn ich will, um ganz ehrlich zu sein, jetzt nicht unbedingt irgendein Standardtalent mit 90er Potenzial verpflichten, das unglaublich hart pushen, verkaufen und dann mir eine absolut gute Mannschaft bauen. Also ich will natürlich Spieler mit Potenzial kaufen, aber jetzt nicht die Spieler, die man in jedem Karrieremodus sieht. Deshalb habe ich mich auch erstmal nur auf Neuzugänge für zwei weitere Positionen beschränkt, nämlich einmal die Innenverteidigung und einmal das zentrale Mittelfeld bzw. die Sechserposition. Neben Wallacy, da haben wir nämlich einmal Pavard und Anton für die Innenverteidigung. Zwei sehr junge, talentierte Innenverteidiger. Beide haben, glaube ich, ein Rating von, ich glaube, Anton hat eine 74 und Pavard eine 75. Beide haben ein Potenzial von 83 bzw. 84. Und auf der anderen Seite Richardly Basuer vom VfL Wolfsburg. Also ich glaube, Wolfsburg ist jetzt nicht unbedingt viel höher anzusiedeln als der HSV momentan. Und ich finde, Basuer ist ein unglaublich interessanter Spieler, der aber auch erst kürzlich gewechselt ist. Also ich glaube, er ist im Winter gewechselt, aber man kann ihn scheinbar im Karrieremodus jetzt zumindest noch nicht verpflichten. Und auf der anderen Seite vom ersten FSV Mainz 05. Auch ein sehr interessanter Spieler. Rating von 76, wenn mich nicht alles täuscht. Potenzial von 83, also auch ein sehr interessanter Mann für die Sechserposition. Ich sehe gerade, bei Pavard steht genau der gleiche Text wie bei Basuer. Also bei Basuer ist es schon sehr komisch, weil der in der letzten Saison in der Wintertransferphase gewechselt ist und da man eigentlich auch trotzdem wechseln könnte. Aber bei Pavard ist es ja nochmal viel kurioser. Der ist letzte Saison von diesem Zeitpunkt hier im Karrieremodus ist er in der letzten Saison gewechselt. Am 30.08.2016 von Nils zum VfB Stuttgart für 5 Millionen Euro gewechselt, die ganze Zweitligasaison gespielt und jetzt will mir FIFA 18 also verklickern, dass der erst vor kurzem zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Alles klar, gar kein Problem, dann kaufen wir halt Pavard nicht. Also ihr seht schon, die Suche nach Neuzugängen ist deutlich schwerer als erwartet und genau deswegen brauche ich eben eure Hilfe. Schreibt gerne Transfervorschläge unten in die Kommentare, hatte ich ja schon erwähnt. Und ansonsten haben wir hier die erste Trainingseinheit mit Arp, Wallacy, Santos und Jung, also die Spieler quasi unseres Kaders, die jetzt vorhanden sind und Potenzial besitzen. Erstes Spiel in der Vorbereitung, es geht ran gegen den FC Bologna. Sollte eigentlich ein Sieg für uns werden, hoffe ich mal zumindest. Wir überspringen das Ganze in 3, 2, 1 und go und gewinnen das Spiel sehr deutlich mit Toren von Papadopoulos, Hahn und Kostic mit 3 zu 0. Wir haben ein erstes Angebot erhalten und es ist für Nikolai Müller. Vom FC Augsburg, sie bieten 8,2 Millionen, der Marktwert liegt bei satten 10 Millionen. Das heißt, da können wir auf jeden Fall nochmal in die Verhandlungen reingehen. Oder
man macht es einfach so wie ich und liest gar nicht, worauf man drauf drückt und nimmt das Angebot einfach sofort an. Also auf einer Skala von 1, normaler Mensch, bis 10, absolute Vollmeise, bin ich glaube ich eine 100. Meine Güte, das kann es doch echt nicht sein. Ich, Vollidiot, lese einfach nicht, worauf ich drücke. Denke, das Erste, worauf man drücken kann, ist verhandeln. Nein, das Erste ist natürlich Angebot annehmen. Und genau der Fehler ist mir auch schon in der Bayern-Karriere passiert und muss mir natürlich heute genau in dieser ersten Folge von der HSV-STG wieder passieren. Der Wahnsinn. Aber nun ja, immerhin haben wir ihn verkauft, das Angebot. Kriegt man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. 2-3 Millionen hätten wir vielleicht noch irgendwie rausbekommen können, aber so wichtig werden die hoffentlich auch nicht sein. Im Endeffekt werde ich dann wahrscheinlich 2-3 Millionen zu wenig haben, um Lionel Messi zu verpflichten, aber naja, wir haben den Scouting-Bericht für Kasper Neuberg, hat einen Marktwert von 14 Millionen Euro, ein Rating von 77, ein Gehalt von knapp 10.000 Euro und eine Freigabesumme von 22,4 Millionen, die wir natürlich nicht ziehen werden, sondern wir werden versuchen, da vielleicht mit dem Verein so ein bisschen zu verhandeln, mit Ajax Amsterdam, um eben vielleicht ein bisschen weniger als die Freigabesumme zu bezahlen. Man nennt mich bekanntermaßen auch Verhandlungskünstler, 18 Millionen Euro haben wir an Ajax Amsterdam geboten, das wurde sofort akzeptiert und damit haben wir den ersten Transfer so gut wie eingetütet. Mit dem Spieler werden wir uns auch ganz schnell einig und damit machen wir den ersten Transfer in der HSV Simulate to Glory Karriere perfekt. Kasper Dolberg wechselt erneut zum HSV. In der HSV Simulate to Glory Karriere, hoffentlich wird er aber diesmal den Verein nicht verlassen. Ja, knapp eine Stunde am Aufnehmen und mir fällt jetzt erst auf, dass vielleicht einige Leute da draußen nicht wissen könnten, wie diese Simulate to Glory Karriere funktionieren wird. Also, anders als bei einer normalen Karriere werden wir hier nur simulieren und anders als bei einer Sprint to Glory werden wir nicht irgendwie, keine Ahnung, vom Start der Karriere bis zum Champions League Sieg alles in ein Video packen, sondern das Ganze in eine richtige Serie verpacken. So viel sei dann auf jeden Fall dazu gesagt, der neue Stürmer mit Kasper Dolberg kommt natürlich sofort in die Startelf, trägt natürlich aller Ehren die Nummer 10 und damit gehen wir rein in die nächste Simulation und Vorbereitungsturnier gegen den FC Burnley. Gehen wir rein in das Ganze. Rote Karte für Wallacey nach 15 Minuten. Wir überspringen die Simulation und spielen am Ende 1-1. Es geht hier alles Schlag auf Schlag. Wir kriegen ein weiteres Transferangebot rein von Eintracht Frankfurt für Aaron Hunt in Höhe von 5,2 Millionen und ein Leihangebot für Tom Mikkel. Das Leihangebot werden wir natürlich sofort akzeptieren. 28 Jahre alt und 65er Rating. Bei dem läuft auf jeden Fall. Und mit Frankfurt werden wir einfach mal in die Verhandlungen reingehen. So, aufpassen, diesmal nicht auf Angebot annehmen, sondern auf Verhandeln drücken. Dankeschön dafür und ab in die Verhandlungen. Also ich habe gerade mal 7,5 Millionen verlangt, also das ist der Marktwert von Aaron Hunt und der wurde da sofort abgelehnt, also ziemlich interessant auf jeden Fall. Damit sind die Verhandlungen in Frankfurt gescheitert. Zum Abschluss der Folge gehen wir dann nochmal in die letzte Simulation in der Gruppenphase rein, hier im Vorbereitungsturnier gegen West Ham United, die auch direkt in Führung gehen. Wir überspringen das Ganze einfach mal und verlieren am Ende mit 2-1. Sind wir damit überhaupt noch weitergekommen im Vorbereitungsturnier? So sieht es aus. Halbfinale im Vorbereitungsturnier gegen den FC Bournemouth wird es rangehen. Zum allerwertesten Abschluss der Folge dann auch nochmal eine kleine Trainingseinheit, die zweite der Folge mit Arp, Wallacey, Santos und Jung mit 2 A's und 3 D's, nicht die beste Einheit. Wir schließen die Folge noch nicht ganz ab, denn wir haben ein weiteres Angebot für Nikolai Müller bekommen vom AS Tien und da werden wir auch nochmal in die Verhandlungen reingehen. Vielleicht wird er ja dahin wechseln und wir können noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Och meine Güte, 1,3 Millionen verlange ich mehr und die brechen direkt die Verhandlungen ab. Das ist ja mal sowas von lächerlich. Gut, das war's dann aber endgültig mit der heutigen, mit der ersten Folge der HSV Simulate to Glory Karriere in FIFA 18. Wie schon bereits erwähnt, eskaliert mit dem Like-Button. Sprengt den mal richtig für die erste Folge in FIFA 18 mit dem HSV. Hashtag Make the HSV Great Again an der Stelle natürlich. 5000 Likes wären wirklich überragend von euch. Würde ich mich mega drüber freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Vergesst nicht, Transfervorschläge unten in die Kommentare zu schreiben, bei der Infokarte mitzumachen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann tu das Ganze auf jeden Fall sehr gerne. Unterstützt mich auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten. Verpasst in der Zukunft keine weitere Videos, wer ein Teil der Hashtag DGTV Army und an der Stelle verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und ein wunderbares Wochenende natürlich. Bis dahin, haut rein und...